Ja, wir sind im zweiten Lockdown näher, als wir das vielleicht wahrhaben wollen. Das waren gestern die Worte des bayerischen Ministerpräsidenten. Markus Söder ist jetzt bei uns. Ich grüße Sie, Herr Söder. So ein Satz, der sorgt vielleicht doch auch für Angst, vielleicht auch für Panik bei dem einen oder anderen, weil es ja immer heißt, man will gerade diesen zweiten Lockdown verhindern. Aber ist dieser Satz aus Ihrer Sicht vielleicht nötig, um die Menschen auch zu sensibilisieren, oder wollen Sie den noch ein bisschen konkretisieren? Ich glaube, es ist schon nötig. Wir spüren noch an Infektionszahlen heute die höchsten, die wir je hatten in Deutschland. Sprunghafter Anstieg. Wir sehen, was in anderen Ländern um uns herum passiert. Da geht es also wirklich nach oben. Lockdowns werden überall bereits jetzt beschlossen. Ob in den Niederlanden zum Teil, in Österreich, in Tschechien, in Großbritannien oder Frankreich. Also die Maßnahmen sind immer die gleiche und die Wirkung von Corona ist die gleiche. Das heißt, wir können eigentlich relativ gut erkennen, dass wenn wir jetzt nicht intensiv reagieren, alle mitmachen, dass wir dann die größeren Probleme bekommen. Und darauf möchte ich hinweisen, besser jetzt moderat zu reagieren, als später dann. Ländergipfel, Sie sagen, Sie hätten sich deutlich mehr gewünscht. Es ist nicht Einheitlichkeit rausgekommen, so wie Sie es ja auch wollten. Woran hat das konkret gelegen? Naja, es ist schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung gewesen. Das ist positiv zu vermerken. Die Philosophie ist einheitlich, also dass wir Corona bekämpfen, dass wir uns nach infizierten Zahlen richten, nicht nach irgendwelchen anderen Zahlen, dass wir Abstufungen machen bei 35 und 50 in sogenannten Inzidenzzahl, also mit so einer Art Ampelsystem, wie wir es in Bayern haben. Und es ist auch so, dass das Instrumentenkasten klar beschrieben wurde. Also mehr Maske, weniger Alkohol und als drittes kleinere Feiern. Das ist gut. Natürlich hätten wir aufgrund der Geschwindigkeit der Pandemie, hätten wir an einigen Stellschrauben einfach mehr machen können. Wir haben das jetzt in Bayern gemacht. Aber trotzdem ist schon mal gut, dass überhaupt was passiert ist. Ich glaube nur, dass wir uns in spätestens 10 Tagen in Berlin wiedersehen werden und darüber zu beratschlagen, wie es weitergeht. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das alles schon reicht. Was sind dann für Maßnahmen denkbar in 10 Tagen? Naja, eine allgemeine Maskenpflicht zum Beispiel. Wir machen das jetzt in Bayern ab 35, im Unterricht beispielsweise dauerhaft, auch in der Hochschule, im Bereich des öffentlichen Lebens, auf sehr belebten Plätzen, Fußgängerzonen beispielsweise, oder auch am Arbeitsplatz, wo man sich unmittelbar begegnen muss, also an Fluren, Kantinen, Fahrstühlen. So schwer ist das übrigens auch gar nicht. Das geht auch relativ leicht. Die meisten machen es eh schon. Wir haben die Sperrzeiten vorverlegt. Jetzt sogar früher machen wir sie. Und solche Bereiche sind einfach entscheidend. Und die Feiern etwas kleiner machen. Und zwar auch verständlich. Nicht danach unterscheiden, im Innen, daheim, in der Gaststätte oder draußen, sondern eine Regel, ein Konzept für ein Land. Das Beherbergungsverbot ist auch ein großes Thema. In Bayern halten Sie nach wie vor dran fest. Sie sagen selber jetzt vorhin in der Pressekonferenz, Sie sind skeptisch. Heute Vormittag hat das Robert-Koch-Institut aber gesagt, dass gerade die Labore möglicherweise an ihre Kapazitätsgrenzen kommen, weil eben viele Urlauber jetzt auch Tests machen wollen. Heißt es nicht eigentlich, man müsste das Beherbergungsverbot sofort jetzt lassen, damit eben da auch die Labore weiterhin Kapazitäten haben genug? Ja, zum einen mal ist es tatsächlich so, wir haben gestern Abend vereinbart, wir wollen jetzt mal schauen, wie die nächsten 2 Wochen sich das entwickelt. Wir haben heute ein Urteil in Baden-Württemberg, das wir auch sehr genau anschauen werden und vielleicht auch darauf reagieren. Gut wäre zum Beispiel, wenn sehr schnell die Länder das, was wir gestern beschlossen haben, umsetzen, weil dann fällt ja der Grund eigentlich weg, warum wir überhaupt darüber reden. Denn die Frage Beherbergungsfrage ist ja nicht so entscheidend. Entscheidend ist ja die Zahl der Infizierten. Die muss letztlich runter. Ich bin auch gegen Ausreiseverbote, wie jetzt diskutiert wird aus einzelnen Bundesländern. Aber ich kann nur eines sagen, wir in Bayern haben rechtzeitig Testkapazitäten vorgesorgt. Wir haben das ja immer gemacht. Wir wurden ja unglaublich dafür kritisiert. Jetzt gibt es eine Reihe von Leuten, die nach Bayern kommen und dann hier einen Test machen und Urlaub genießen können. Das heißt, bei uns geht es schon noch zusammen. Ich finde es trotzdem besser, wenn wir nochmal alle genau überlegen, was wir für einheitliche Regelungen haben. Aber ich halte, und das sei nicht bös gemeint, das Thema auch ein bisschen für überschätzt. Denn in Zeiten, wo wir darüber reden, private Feiern sehr einzuschränken, in der wir Sorgen haben, wie im Grenzbereich die Infektionen stattfinden, dass wir dann so eine Art Diskussion führen, wer wann wohin fahren kann, ist zumindest an einigen Stellen etwas überdreht. Private Feiern, Herr Söder, Sie haben es gerade angesprochen, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, Weihnachten steht vor der Tür. Sie haben gesagt, wenn die Inzidenz über 50 steigt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Weihnachtsmärkte stattfinden können. Wie sieht es aber auch mit Familienfeiern aus rund um Weihnachten? Naja, es gibt ja jetzt auch bei den Einschränkungen, die wir machen, immer noch die Möglichkeit, im kleinen Kreis der Familie sich zu sehen. Aber da dürfen wir uns mal nicht täuschen. Wenn wir jetzt klug agieren, wenn wir jetzt konsequent sind, wenn wir uns jetzt anstrengen, und Corona ist nicht, wie manch einer erklärt, Corona greift uns an, Corona sei ein Krieg, sehe ich nicht so. Corona ist am Ende eine Nervensache, ist eine Geduldssache, nicht mehr. Mit Geduld und guten Nerven kann man Corona unter Kontrolle bringen, man kann Corona trotzen. Nur wenn wir jetzt zu spät reagieren, das leugnen oder ignorieren oder halbherzig angehen,
dann ist die Wucht an Weihnachten da. Und ich hätte es lieber, dass wir uns an Weihnachten treffen und sagen, wir haben es wieder unter Kontrolle. Ich würde gerne noch über die aktuelle Corona-Zahl sprechen. Über 6.000 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut heute. Und es wird immer gesprochen vom Höchststand seit April. Aber inwiefern ist das überhaupt zulässig, wenn wir aber auf die Tests schauen? Also im April hatten wir rund 400.000 Tests in Deutschland, jetzt sind wir bei weit über 1 Million. Ist es überhaupt zulässig, diese beiden absoluten Werte so zu vergleichen, Ihrer Meinung nach? Ja, ist es schon, weil die Entwicklung ist ja das Entscheidende. Also wir spüren ja die Dynamik der Entwicklung. Nicht der absolute Wert des heutigen Tages ist das, was mich besorgt. Auch, aber nicht allein. Vor allem die sprunghafte Entwicklung, die Dynamik, die macht es nämlich aus. Und die führt auch zu Unkontrollierbarkeit, weil die Gesundheitsämter nicht mehr in der Lage sind, nachzuverfolgen. Also in Holland war es jetzt so, dass die Gesundheitsämter sagen, wir schaffen es nicht mehr. Bitte, liebe Infizierte, ruft ihr alle an, die ihr kennt. So. Und dann ist das Gesundheitssystem völlig überlastet. Wir spüren übrigens auch, dass die Krankenhäuser wieder voller werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir haben heute die Anfrage aus Tschechien bekommen, ob wir bereit wären, Intensivpatienten aufzunehmen. Was wir aufgrund der Kapazitäten, die wir weiter tun können und auch gerne mithelfen. In Frankreich hört man Ähnliches, auch in Spanien beispielsweise, zum Teil auch in Wien. Ich würde einfach mal sagen, die Zahlen, wenn man sie zusammenliest, kann man genau erkennen, worum es geht. Und wir sollten einfach aufhören, ständig zu versuchen, Zahlen uns schön zu interpretieren oder Zahlen zu nutzen, um irgendwie eine andere Philosophie zu hinterlegen. Es gibt nur eine wirksame Methode gegen Corona, das ist Eindämmen. Auch aus ethischen Gründen, weil ich nicht bereit bin, aufgrund des Freizeitverhaltens vieler das Leben einiger auszuspielen. Deswegen, wenn wir alle mitmachen, kann uns das gut gelingen. Trotzdem Abschlussfrage auch genau dazu nochmal. Man hört immer öfter Menschen auch, gerade junge Menschen, die sagen, naja, aber es wird ja mehr getestet. Und deswegen ist es ja gar nicht so schlimm, dass wir so viele Infektionszahlen haben. Was sagen Sie ganz konkret eben diesen Argumenten? Jeder muss wissen, und das ist der Hauptunterschied zu allen anderen Krankheiten, wenn man sich ansteckt, ist man nicht nur für sich verantwortlich, sondern für alle anderen auch. Im Winter besonders, weil man auch da seine ganze Familie innen trifft, nicht außen. Wenn es regnet, wenn es vielleicht mal irgendwann schneit, man trifft sich nicht so sehr außen, sondern innen drin. Und die Ansteckung geht sehr schnell. Wir wissen nicht wirklich hundertprozentig, wo man sich ansteckt. Wir haben Wahrscheinlichkeiten definiert, also Partys, Feiern, dass es da schneller geht, wo Alkohol dabei ist. Ja, schon. Aber so richtig, man gibt immer einen Patient Null aus jeder dieser Feiern, der andere ansteckt. Das heißt, der hat sich woanders vielleicht angesteckt. Und deswegen ist doch Vorsicht und Umsicht der bessere Ratgeber als ignorieren. Und deswegen einfach nochmal, wir wissen heute mehr über Corona und dieses Wissen sollten wir aber auch nutzen. Mahnende Worte vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Vielen Dank für das Interview.